Der Zwergpinguin ist der kleinste Pinguin der Welt. Diese werden etwa nur 35 bis 40 cm groß und wiegen etwa einen Kilogramm. Ursprünglich antreffen tut man diese Pinguine in Neuseeland. Aber auch in Australien sind sie beheimatet. Der Spitzname Blauer Pinguin oder Kleiner Blauer Pinguin ist tatsächlich bezogen auf sein Federkleid und auf seine geringe Größe, die er hat. Diese kleinen Pinguine leben außerdem in großen Kolonien, wo sie in Höhlen oder unter Baumwurzeln oder anderen Nistmöglichkeiten zusammenleben. Auf Neuseeland werden sogar Nistplätze für die Pinguine künstlich aufgebaut, damit diese auch wirklich einen Platz haben, wo sie nisten können. Der Zwergpinguin ist allgemein als Pinguinart nicht gefährdet. Allerdings gibt es seit 2018 ein plötzliches Massensterben, welches aus unerklärlichen Gründen geschieht. Aber so wie es aussieht, gibt es immer mal wieder ein Massensterben bei diesen kleinen Pinguinen und dann regelt sich das irgendwie wieder ein. Denn das letzte Massensterben, was diese Pinguine derart erlebt haben, war nämlich im Jahre 1998. Es gab auch mal Pinguine auf der Insel Maria Island. Diese Insel war nur 115,5 Quadratkilometer groß und hatte eine ganz große Vogelwelt, unter anderem auch die Pinguine. Als man aber jedoch versucht hatte, die Zahl der tasmanischen Teufel zu stabilisieren, ist das Unglück geschehen. Die dort ansässigen tasmanischen Teufel, die dort freigelassen wurden, haben im Durchschnitt 6000 Pinguine getötet. Und jetzt ein interessanter Funfact. Der Zwergpinguin ist dafür verantwortlich, dass der Maskottchen von Linux ein Pinguin namens Tux ist. Der Erfinder von Linux, nämlich Linus Torvalds, wurde 1996 von einem dieser Pinguine gebissen im Zoo von Canberra. Das hat ihn natürlich inspiriert, das Maskottchen Tux zu designen. Obwohl der Zwergpinguin als solches nicht gefährdet sind, werden menschliche Aktivitäten und Haustiere ihnen langsam zum Verhängnis. Durch den Tourismus können die Pinguine nicht richtig brüten. Und die Haustiere fressen die Küken sowohl als auch die Eier. In Deutschland oder anderen EU-Ländern werden Zwergpinguine nicht gehalten. Die einzigen Haltungen von Zwergpinguinen befinden sich direkt auf Neuseeland, aufgrund des Import- und Exportverbots, welches in Australien und der Umgebung existiert. Man kann also in dem Fall sagen, der Schutz der Pinguine liegt vor allem in den Händen von Neuseeland. Hoffen wir mal, dass diese Einschränkungen dem Pinguin und den anderen Tieren Australiens gut tun.